Ja, sie schicken Verstärkung zur Trafostation. Sie müssen vorsichtig vorgehen, Alcatraz. Wir sind so weit gekommen. Sie dürfen jetzt nicht versagen. Was will er eigentlich von mir, der Opa? Mich immer noch da anschließen, ne? Tarnfeld aktiviert. Nanovision Dachserver aus. Und hier geht's wieder voran. Tarnfeld aktiviert. Nehmen wir doch mal lieber den Grendel. Hi! Oh Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Fuck. Okay, kurz zu regenerieren. Hallo, wo kommst du denn her? Aua. Alter Vater! Wo ist er eigentlich denn da fest? Granaten! Noch eine Granate! Das wird reichen für die. Alter, das ist manchmal echt vom PC, von der Daisy übernommen oder von der Konsole. Er ist echt ein bisschen ätzend, dieses nach links biegen oder rechts biegen. Guck an. Kann gar nicht auf mich schießen, die arme Sau da oben. Und der ist gar nicht mehr da. Arme. Da hinten müsste ich ja eh durch. So ein Mist, dass ich auch so ein geiles NG benutzen kann, ne? Scheiße aber auch. Oh oh. Oh 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 oh. Aua. Da wäre gar keine Schnitte, ey. Den dicken Gummi hier. No, no, no. Naja, weiter hier. So, ist das hier die Hauptgebäude? Da steht der Hargreave Rash. Endlich haben wir es geschafft. Naja, ich komme jetzt hier schön rein. Hi! Lol. Das dürfte interessant werden. Okay, jetzt meinen sie, sie hätten mich gefangen. Wir haben ihn. Schalter umlegen. Explosion bestätigt. Öffne innere Tür. Aktiviert. Es geht los. Sobald Sie Sichtkontakt haben, meine Herren, erledigen Sie ihn. Alcatraz, links von Ihnen ist ein Abflussgitter. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegele die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockharts Position. Los. Los jetzt. Das? Umschalten auf Vollautomatik. Was ist das? Hä? Vision aktiviert. Lol, da! Tarnfeld aktiviert. Okay, weg hier. Na toll. Haben wir erst gar nicht gesehen, dass die Tür offen ging. Haha. Verdammt! Geld weg! Was geht da vor? Genutzt. Gelb 10, Achtung! Ziel ist möglicherweise an ihrer linken Flanke. Vermutlich unbeschädigt. EMP war anscheinend wirkungslos. Ich wiederhole, EMP wirkungslos. Das ist natürlich sehr traurig. Agrif! Jetzt? Muss ich das alles selber machen? Ihr seid die Soldaten. Ihr habt Ausrüstung. Hat mal jemand die Eier auf den Platz machen wir euch hier. So, weg. Läuft. Oh, 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 oh. Dann töten wir den mal. Dürfte ja nicht so ein Problem werden. Was ist der denn jetzt? Maximale Panzerung. Alter Vater! Das sind nicht wenige, das sind nicht wenige.
Alter, scheiß die Wand an! What the fuck? Okay, das hätte ich eigentlich erwarten müssen. Dass sie so dämlich sind und nicht treffen. Und stattdessen an dieses scheiß Fass kleben. Kacke. Oh, sind so böse, ja, was sie für böse Sprüche mir entgegenschloppen. Aber irgendwie sind hier irgendwie Gegnerleichen. Halt! Was hat denn jetzt schon wieder? Wofür zur Teufel bezahle ich mich eigentlich? Achso, der Fass ist schon kaputt. Kann man ja nicht mehr kaputt machen. Ja, ja, frech. Was ist das denn jetzt gewesen? Oh, fuck. Schockierendes Erlebnis für jeden von euch. Heute umsonst von Alcatraz. Diese EMP-Granaten oder was auch immer das sind, finde ich sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Der scheiß Cell-Spackos, ey. Hält das ein. Bam! Lalalalala. Jemand Eier legt dieses verdammte Arschloch um. Ja, kein Problem. Kann er erstmal hinkriegen. Alter, fuck! Fuck! Dafür können Sie sich mal aus. Nicht noch ein Schiff, nein! Am Arsch! Nicht von hinten kommen! Muss hier durch! Boah, erstmal auf mit deinen schwulen Artilleriebeschüssen! So, hier kurz mal verschnaufen. Alter, verdammt, das war knapp. Ich glaube, das war sehr knapp gerade. So, ich glaube, wir sind jetzt hier drin. Und damit machen wir mal den Herrn... Wie ist er denn nochmal? Wie ist der denn jetzt? Lockhart. Lockhart. Machen wir mal Lockhart platt. Los! Ich will die Farbe ihrer Eingewandte sehen. Hallo, lol. Hi. Leck mich, Blechdose. Niemals. Aua, da tut weh, ne? Und tschüss. Wuhu! Pisser. Achso, das geht nicht. Warum lebt er noch? Alter, was greifen die mich denn jetzt hier an? Gute Arbeit. Hä? Bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prison. Rüber da, so schnell wie möglich. Prison-Einlage, ja, gehen wir mal rein da. Warum auch immer jetzt hier noch die restlichen. Der komm, euer Feldwebel ist gefallen. Jetzt können wir auch aufgehen. Nutzt da eh nicht mehr. Oh nice, da war noch eine kleine Kammer. Ist hier noch was? Oh, kommt tatsächlich eine Menge an. Hinten vor allem. Aber wie zieht der denn da so lange? Noch länger. Warte doch noch länger. Es ist natürlich angenehm. So, Lockhart, der blöde Wichser ist kaputt. Der war ja eh schon die ganze Zeit unsympathisch. Und jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Zum Hargreef rein. Gucken, ob der auch böse ist oder nicht. Oder ob der alte gute, der alte Herr ein guter ist. Bin mal gespannt. Bin mir ja da auch noch nicht so 100% sicher. Ob der nicht doch irgendwas im Schilde führt, um seinen alten Anzug wiederzukriegen. Muss ich denn jetzt lang? Er ist ja relativ ruhig hier gerade. Hui. So. Können wir nochmal Munition sammeln. Nehmen wir natürlich immer wieder gerne mit. Aber die dicke Wumme, die können wir natürlich auch nicht, darauf können wir auch nicht verzichten. Oh, lol. Hi. Papa. Verkackt ihr Mongos. Weg mit der Waffe, jetzt müssen wir hier durch. Alles klar. Was ist das denn jetzt? What the fuck?
am Arsch. Warum? So ist's gut. Ich wusste, dass der mich betrügt. Danke, Miss Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Ich wusste es. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. So ein Mongo. Die Zeit ist massiv gegen uns. So ein Mongo, ich wusste es. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Das war so klar. Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. EMP-Shutdown. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Okay, schön, wir sind die ganze Zeit dasselbe sagen. Leite Systeme um. Leite Systeme um. Okay. Marine, jetzt wird nicht gestorben. Legen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Leute, wie geil ist das denn? Weiter geht's. Jetzt wurden wir auch noch betrogen vom Hargreaves, das war ja klar. Jetzt sind wir unten da im Prism drin. Okay, was passiert denn jetzt? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Nein, jetzt kann man nicht die Aufnahme unterbrechen. Alter Vater, ist das im Schneiden draußen. Leck mich am Arsch. Nur ein weiterer Frontsoldat, fürchte ich. Prophet hätte uns mehr sagen können. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Den Rest werde ich improvisieren, sobald ich drinstecke. Aha. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Und jetzt? Oh, das sieht aber nicht dann gut fangen aus. Wir mal an. Ich glaube, die wollen mir den entfernen, die Schweine. Das sieht aber ungesund aus. Alter Vater. Das ist, nenne ich mal, ein OP. Schön mit den Skalpellen, genau. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Nein. Lasst mich in Ruhe. Nein! Aua. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber ich habe leider keine Wahl. Hä? Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Ihr Schweine. Das ist der Prophet, oder? Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Am Arsch. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl. Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben es belogen. Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Seth kommen, Prophet. Schon bald. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle sind so gut wie tot. Sehr gut. Der Anzug verweigert die Trennung. Er überlebt. Hammergeil. Haltet ihn auf. Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anzug. Nur Kopfschüsse. Na, aber. Netter Versuch, Blechdose. Sagen Sie gute Nacht. Lol. Was ist denn das jetzt? Leute. Terra, nein. Strickland? Terra, hören Sie mich an. Hi. Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Hammer, nice. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Prophet und Gut rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Vielen Dank, Miss Strickland. Sehr aufmerksam von Ihnen. Okay, für Erklärungen ist später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreaves rausschaffen. Warum? Den Penner will ich aber gar nicht rausschaffen.
Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Aber er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem da. 100 Jahre? Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann, und den müssen wir rauskriegen. Er sitzt auf der Führungsetage fest, dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Kein Problem. Das ist das Einfachste für mich mit dem geilen Anzug. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Okay. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Alles ich halte klar. Sie über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Okay. Kriegen wir hin. Taktische Optionen verfügbar. If you wish. Ich habe gar keine andere Waffe. Scheiß drauf, ey. Reflexvisier? Warum kann ich nicht vernünftig zielen? Achso, ihr habt die Schrotflinte drin. Ja doch. Okay, komm an. Wir können. Finde Jacob Hargreef und stelle ihn. Bam! Scheiß drauf! Ihr seid alle dem Tode geweiht. Ihr Nervensägen. Macht euch einfach alle platt. Du musst eh mehr durch das Feld. Zack! Jetzt habe ich ja hier die vernünftige Waffe wieder. Die Star-Waffe. Das ist doch alles sehr viel angenehmer. Oh, das ist eine Granville. Können wir natürlich auch nehmen. Grendel und Scarab, das ist auch eine schöne Sache. Solange die unfassbar geile Kavolt nicht hat, nutzen wir dazu lange. Au! Stirb! Lol. Lol! Oh mein Gott, ey. Manchmal halt echt die KI aussetzt. Das ist ja echt der Hammer. Wo ist er jetzt hier hin? Weiter hoch? Ah, weiter hoch. Ich glaube, das könnte richtig sein. Maximale Panzer. Verreckt doch alle! Oh, das sieht hier aber hübsch aus. Kommt sieht das halt echt einfach nur von der Grafik her awesome aus. Das kann man echt einfach nur sagen. Ich freue mich schon so dermaßen aufs Crysis 3. Ich hoffe, dass ich das auch euch in so einer geilen Grafikqualität präsentieren kann, ohne dass der Rechner spackt. Das wäre echt schade drum. Ach guck mal, wir könnten ja auch um die Ecke gehen. Ja, über die Flanke. Hi. Ja, tolle Idee. Seid dämlich, wisst ihr das? Aber das Schöne ist. Ja, ist ja eine dicke Wumme. Macht das doch schon mal viel mehr Spaß, alles auseinanderzunehmen. Zum Beispiel diesen schönen Anzug. Warum geht der nicht in den oder den? Oder ist das wegen dieser komischen. Ach, keine Ahnung. Wo muss ich denn jetzt lang? Hä? Okay. Mal dem Ziel folgen. Schauen wir hier lang. Okay. Dann mal durch die Tür. Hallo. Na, wieder ein EMP oder sowas? Das sieht nicht so aus. So, da sind sie. Theseus, endlich. Willkommen. Theseus? Karge Belohnung für so viel Aufwand, was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Und jetzt? Ist es ein Computer? Nee. Schockiert? Ich wäre es. Lol. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält.
Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Was ist das denn für eine Waffe? Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt... Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Aha. Raus da, Alcatraz! Nein. Moment. Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Und dann? Wie denn? Achso, von hier. Was ist das denn? Und die soll ich mir jetzt da reinrahmen. Was ist das? Benutzen wir sie mal. Verarsch mich nicht. Okay. Ja, da. Die Tunguska-Iteration. Der Schlüssel zu allen Toren. Na dann. Was soll das jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Wo ist der denn? What the fuck? Okay, jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Was geht jetzt? Ja, glauben Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel. Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt Ihnen ganz und gar nicht, was Sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man es Ihnen denn verdenken? Das ist nicht gut. Die Engel des Todes, endlich meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Nein. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Raus da, Alcatraz. Ja, das war's. Los, los. Retten Sie uns alle! Der Typ ist ja voll crank. Hier spricht Jacob Hargreave an alle Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prison wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Ja, Hammer. Zum Prophet ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Und jetzt? Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. 10 Minuten? Ihre Pflichten als Angestellte sind auf Oh. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Ich bin eine kranke Waffe. Wenn ihr löst nicht einfach auf, oder was? Geil. Zustand kritisch ist nicht gut. Boah, lol! Die ist ja voll Hammer! Okay, behalten wir doch mal lieber. Wir benutzen lieber erstmal die andere, damit wir die geile Waffe dann nochmal benutzen können, wenn mal wirklich ein harter Gegner auf uns zukommt. Zum Beispiel der Dicke. Ja, dann verlassen wir jetzt mal die Insel hier. Wir sind die letzten Überlebenden. Wir sind jetzt hier, aber wir sind hier quasi die einzige Chance. Welch ein Wunder. Bewegung.
hätte mir jetzt ja nicht gedacht. Plötzlich sind sie wieder auf meiner Seite hier. Krieg ich auch dafür Munition? Oh, schade. Wäre auch so schön, um wahr zu sein. Hi. So. Ja, komm, mach die Animation fertig. Dann kann ich weiter. So. Alter Vater. Immer nur die ganzen kleinen Bombus, die können ja nicht so viel zum Glück. Da ist mir das ein größerer. Zack. Hui! Aua, 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 von hinten! Ist aber ganz schön dreist. Ich bräuchte mal Munition nochmal. Oder ist der Dicke? Hast du denn so viel Leben? Alter! Bam! Nahkampf voll gewinnen. Scheiße, jetzt haben wir noch die Alien-Waffe. Die geht natürlich auch. Aber wir sollten natürlich uns weiter schützen. Alter, wie viele hier kommen? Hier war doch noch Munition. Irgendwo. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh oh. Ich den so leicht kaputt. Alter, was der ausfällt! Nein! Wie der nicht kaputt geht! Alter! So, jetzt ist hier aber Munition. Da ist Munition, aber nein. Alles klar, das war wichtig. Nein, wir werden die Grendel natürlich, oder die MX Mike, und der Typ, die heißt da nicht hier. Abgeben, das Arsch. Nächstes Mal. Ich abbauen. Kack Alien hier. Hier! Oh oh. So, weg damit. Und ab geht's weiter hoch. Und jetzt? Einfach mal hier lang. Hören Sie, Alcatraz? Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Ja. Oh, hi. Ich weiß, dass wir hier runter müssen und das wollen wir ja auch probieren. So gut es geht. Aber erstmal brauche ich hier ein bisschen Munition. Das wäre zumindest was Schönes. Weiter, Alcatraz. Wir sind unterwegs. Das ist hier keine Munition. Ja, geil, ey. Jetzt hätte ich schon wieder diese andere Waffe. Ich dann nur für was Besonderes benutzen wollte. Na, jetzt scheinbar ist so ein besonderer Zeitpunkt. Hui! Da platzt! Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Oh, 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 oh! Nein! Ich hab vergessen, kurz zu drücken, nicht voll Horst! Da fühlt man sich so obermächtig mit dieser Kackwaffe. Stirb! Stirb! Alles klar. Ist hier nicht noch irgendwo Munition? Geh da mal. Weiter, Alcatraz! Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Irgendwo muss da hier Munition sein. Stealth, neutralisieren, beobachten. Na toll. Da ist doch Munition von meiner Nase. War doch gerade da eigentlich auch schon, oder? Wir haben ein bisschen peinlich. Da würde ich mich jetzt da peinlich berührt fühlen, muss ich ehrlich sagen. Dass ich die übersehen habe. Aber nun. Egal. Weg. Und wo ist der nächste? Alter, hört ihr mal auf. Von allen Seiten ankommen hier, ne? Lol, wer schießt denn jetzt hier wieder mit Granaten auf mich? Das sind die... Am Arsch! Das kann doch nicht wahr sein. So eine Rotze. So. Nachladen. Munition holen. Kaputt machen. Weiter, Alcatraz!
Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Als ob ich doof wäre. Oh nein, 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 wir haben hier keine Munition, keine Panzerung. Stirb! Stirb! Einfach nur irgendwie. Boah, Alter. Mein Gott. Lol. Was war das denn jetzt hier gerade für eine Zeitlupe? Wir müssen hier durch! Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg! Weg, 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 weg! Oh, da ist ein Fettsack. Hab ich genau gesehen. Sie müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Gut, dass wir gar keine Munition haben. Das hier. Tempura. Leute, zwei von denen? Alter Vater, das ist natürlich mega scheiße. Und zwar mit mega scheiße meine ich richtig scheiße. Oh fucky, fucky, fuck, fuck, fuck. Schon mal ein bisschen Munition. Ja! Nice! Soll ich Finger fix. Ich hätte ja nicht gedacht. Ich dachte, da bräuchte ich ein bisschen mehr Schüsse für die beiden. Oh, gehen wir doch nicht auf den Sack da. Immer von hinten müssen sie da reinspringen. Sterbt alle. So. Munition wäre nochmal wieder ganz nett. Komm, ich geh nochmal eben hoch. Hier war doch noch ein bisschen, ne? Genau. Keine X irgendwas Munition. Gut, dass wir noch eine Waffe haben. Aber wer braucht schon noch eine neue Waffe hier? Ich würde die gerne nochmal haben. Alter, wo kommt die denn her? Dran. Doch. Ich dachte schon, ey. Ja, dann mal Fahrstuhl fahren. Warum halt jetzt hingeht. Bin mal gleich gespannt, ob es dass wir gleich ein Leben nach dem Tod gibt. Engelschöre oder eine Flammengrube. Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Ich glaube, das wird gleich eine apokalyptische Explosion. Ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Ha, nein. Nice. Wenn das ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. In 3 Minuten. Scheiße. Verschwenden Sie keine Zeit, Alcatraz. Über die Brücke. Jaha. Ich sollte mal erst in die Gegner treffen. Los, ihr Self-Fotzen, macht auch mal was. Über die Brücken. Über die Brücke in 3 Minuten. Wir haben mal gespannt, ob das wirklich 3 Minuten sind. Weil dann geht uns langsam die Zeit davon. Oh. Nein. Nicht gut, nicht gut. Ich habe keine Energie mehr. Oh oh. Das ist auch nicht gut. Ja! Löst dich auf! Irgendwie! Jawoll! Und demnächst direkt mit. Alter Vater! Doch am Arsch! Stirb! Alter, leck mich doch am Arsch. Ne? Diese Riesenbiester, ey.
Jetzt so ein Elite-Supersoldat kriegt dann auf den Sack. Was ist das für eine Scheiße? Hier fällt dann nichts anderes aus als eine Schrotflinte. Hat ich da nicht mal einen Granatwerfer drauf? Komisch. Schau mal nicht. Dämliche KI wieder am Start. Ich glaube, die 3 Minuten sind mittlerweile oben, oder? Aber ist doch egal. So. Jetzt? Ja, von wo? Von oben? Egal, wir laufen jetzt weiter. Haha, Strafzettel, Alter. Hammer. Sehr gut. Als ob die jetzt noch funktionieren, die Blitzer. Hoffentlich bin ich wenigstens so schnell gefahren, dass ich einen Führerschein entzogen bekomme. Okay, wir können ja nur noch rennen. Oh lol, 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 lol. Oh, 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 oh. Renn! Jump, jump. Jump. Renn, du Bitch. Oh mein Gott, wie alles zerstört wird. F, 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 F. Oh mein Gott. Das war... Nein, 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 nein. Lol. Wer war das denn? Wer war das denn? Muss man den kennen? Ja, ne? Das sieht ungesund aus. Zieh ich hoch. Oder wie alles entgegenkommt. What the fuck? Scheiße. Und wieder bewusstlos. Das war ja so selten hier in letzter Zeit. Wo muss ich jetzt hin? Kompatibilitätsregistrierung abgeschlossen. Brauchbarkeitsbewertung des Nanokatalysators abgeschlossen. 100%. Und jetzt zerstören wir alles. Alle Systeme online. Das heißt jetzt was? Ha! Hört sich, sieht so aus, als ob die. Ein Spaziergang im Park. Ab in den Central Park. Ah, schön. Dann würde ich sagen, gehen wir ab in den Central Park, ne? Ja. Hört sich gut an, oder? Central Park? Central Park am Start? Alles klar. Oh Gott, das heißt wieder eine lange Aufnahmesession. Ich würde sagen, ich muss mich nochmal ein bisschen wieder sammeln. Aber ich glaube, ich habe gleich nochmal Bock, wieder weiterzuziehen. Special Operations Group. Hau rein, Leute. Bis dann. Tschüss.